Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen, heute ist Montag, der 12. Februar. Ich bin Clemens Benke. Ja, ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Hier bei uns bekommt ihr ja eure Hamburg-Themen und alles, was wichtig ist und aktuell so los ist bei uns in der Stadt. Und am Montag spreche ich ja immer mit Matthias Adler, dem Herausgeber des Hamburger Tagesjournals, über die Hamburg-Themen, die gerade so anliegen. Da geht es heute unter anderem bei uns im Gespräch um den Neubau der Sternbrücke, also den Abriss der alten Brücke und den Neubau der von vielen kritisierten neuen Brücke. Und wir sprechen dann auch nochmal über eventuelle Streiks, die in dieser Woche noch auf uns zukommen. Und den Überblick über die aktuellen Hamburg News, den bekommt ihr dann am Ende der Folge. Was ist diese Woche in Hamburg wichtig, Clemens? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Adler, dem Herausgeber des Hamburger Tagesjournals. Hallo Matthias, erstmal schön, dass wir uns wieder hören. Hallo Clemens, grüß dich. Richtig was los war ja heute schon an der Sternbrücke gewesen. Wir hatten ja letzte Woche schon ausführlich darüber gesprochen. Da sollen jetzt die Abrissarbeiten beginnen. Also heute Morgen sollte es schon losgehen. Und die Initiative Sternbrücke, die will gegen diese Baugenehmigung ja klagen. Für die geht das alles viel zu schnell. Was fordern die? Was ist jetzt das Problem dort? Naja, also grundsätzlich wollen wir eine andere Brücke bzw. eine Sanierung der bestehenden. Da gibt es ja gerade viel Ärger, weil es ein ziemliches Monstrum ist, was die Bahn und die Stadt dahin löten wollen. Ja. Im konkreten Fall geht es jetzt aber darum, dass seit Ende letzter Woche der sogenannte Planfeststellungsbeschluss vorliegt. Das heißt, die Bahn darf mit den Arbeiten beginnen. Das bezieht sich im Wesentlichen wohl auf Baumfällarbeiten. Da gibt es ja auch so eine Frist bis 1. März, wo man nicht mehr so leicht in Bäume fällen darf. Ich denke mal, das wollen die ausnutzen. Wie gesagt, da gab es Freitag den Beschluss. Und was die Initiative ärgert, ist, dass der sofort umgesetzt werden kann. Das heißt, es gibt keine Frist, um jetzt nochmal eine Klage abzuwarten. Und die Initiative möchte jetzt eben sozusagen ein Baumoratorium von 4 Wochen, um eben juristisch die Chance zu haben, gegen diesen Beschluss anzugehen. Also die Initiative fühlt sich da ja ziemlich überrumpelt. Absolut, absolut. Das war ja auch vor letzte Woche schon mal, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, ja, dass die Bahn schon mal gesagt hat, ne, das sind auch unsere Gebäude, da muss doch was abgerissen werden, da lesen wir jetzt mal schnell los, bevor sie dann zurückgerudert sind. Also das ist alles so ein bisschen heikel. Die Initiative hatte deswegen dann heute Morgen zu einer spontanen Kundgebung aufgerufen. Da waren wohl so 150 Leute da, die ihren Unmut da zum Ausdruck bringen wollten. Da gab es wohl auch die eine oder andere Rangelei. Hm. Also das Thema wird uns sicher noch weiter bewegen. Das denke ich auch. Und Matthias, Streiks werden uns auch weiter bewegen, auch in dieser Woche. Bevor wir auf die Streiks morgen am Hamburger Flughafen bei der Lufthansa zu sprechen kommen, bei der Hochbahn, da wird ja noch verhandelt zwischen Hochbahn und der Verdi. Wie verhärtet sind die Fronten da? Kannst du uns dazu was sagen? Ja, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, von welcher Perspektive man das betrachtet. Also aus Sicht von Verdi ist die Front sehr verhärtet. Verdi fordert generell eine Arbeitszeit von 35 Stunden für Hochbahnmitarbeiter. Das lehnt die Hochbahn ab, die wiederum ein von außen betrachtetes ganz ordentliches Angebot für Schichtarbeiter gemacht hat, die je nach abhängig von Alter bis zu 12 Tage mehr frei bekommen könnten. Wie gesagt, da guckt man als Unbeteiligter drauf und sagt, naja, da sind die ja schon ganz gut vorangekommen. Verdi sieht das anders. Ich habe aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass Verdi diese Tage jetzt eben auch nutzt, um an allen Stellen Druck auszuüben, auch das Thema Lufthansa, das vielleicht kommen werden. Mhm. Also ob es da jetzt dann nochmal einen Streik bei der Hochbahn gibt, weiß man nicht. Okay, also das müssen wir weiterhin abwarten und eventuell auch darauf vorbereitet sein. Lass uns kurz über den Flughafen sprechen. Womit müssen denn Hamburgerinnen und Hamburger morgen rechnen, die da jetzt eben mit dem Flugzeug fliegen wollen oder müssen? Was könnte die da erwarten? Also das ist ja jetzt schon der zweite Streik, der da stattgefunden hat am Flughafen. Da hat Verdi das Bodenpersonal der Lufthansa aufgerufen zu streiken. Da geht es jetzt weniger um die Arbeitszeit, sondern mehr um die Vergütung. Das ist ein Streik, der wieder alle oder weitere Flughäfen in Deutschland treffen wird. In Hamburg wird es wahrscheinlich so sein, dass wieder die Lufthansa-Verbindungen nach Frankfurt und nach München nicht stattfinden werden. Das sind ja so die Zubringer für die Interkontinentalverbindungen.
Das waren letztes Mal so 22, 23 Flüge und ich gehe mal davon aus, dass man sich darauf am Dienstag dann eben auch einstellen muss, dass diese Verbindung wohl gecancelt wird. Also da am besten immer auf entsprechenden Seiten nachgucken bei lufthansa.de oder beim Flughafen kann man sich auch auf der Seite erkundigen, was da an genau. Möglichkeiten gibt. Oft wird ja auch ein Bahnersatz angeboten in diesen Fällen. Ne? Ja, also wenn man das mit so einem Vorlauf weiß, dann hat man ja durchaus die Chance, sich da nochmal anders zu organisieren. Insofern geht das. Letztes Mal war es auch so, dass der Flugbetrieb von anderen Linien eben überhaupt nicht tangiert war. Ne? Also wer jetzt mit Eurowings in den Süden will beispielsweise, der dürfte da keine Probleme bekommen. Das Thema MSC-Einstieg bei der HALA, das ist noch lange nicht durch und wird uns auch weiterhin beschäftigen. Am Mittwoch soll es am Hafen wieder Proteste geben gegen den MSC-Einstieg bei der HALA. Da konnte der Senat die Hafenmitarbeiter immer noch nicht so richtig überzeugen von dem Deal, oder? Nee, nicht wirklich. Der Senat gibt sich ja durchaus viel Mühe. Es gab letzte Woche auch nochmal ein besonderes Gespräch mit Journalisten, wo nochmal ganz klar gemacht wurde, wie der Deal ablaufen soll. Man betont da ja auch sehr, dass die Arbeitnehmerrechte zumindest für 5 Jahre fortgeschrieben werden, also mit Bestimmung. Wobei der Senat eben auch sagt, dass die Stadt in die Mehrheit habe und insofern würde man auch nach 5 Jahren eben darauf achten, dass man diese Rechte weiter beachten würde. Der Senat ist da so ein bisschen in einem Dilemma. Die Linke sagt irgendwie, das geht gar nicht, dürft ihr nicht verkaufen. Im Gegenteil, ihr müsstet sozusagen auch die Dinge, die schon privat an der Börse waren, das waren ja ungefähr 30%, dass man die wieder zurückholt. Während CDU beispielsweise sagt, naja, Private machen es eh besser, gibt es doch, doch weg. Und man darf auch nicht vergessen, dass die HALA-Mitarbeiter auch deswegen schlechte Laune haben, weil es ja auch Pläne der HALA gibt und die sind ja auch ganz offen kommuniziert, die Automatisierung an den Kais voranzutreiben, entsprechende Kostenvorteile zu haben. Das ist ein Prozess, der läuft nebenher. Insofern ist die Stimmung da an der Kaikante eh nicht so gut. Das Thema wird weitergehen. Nächste Woche gibt es eine Regierungserklärung von Peter Tschentscher zu dem Thema. Also ich glaube, da wird es noch weitere Auseinandersetzungen um das Thema geben. Morgen gibt es bei uns im Rathaus wieder das älteste noch begannene Festmahl der Welt, also wirklich schon Tradition hier in Hamburg. Traditionell sprechen dabei neben dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher immer ein ausländischer Gast und es gibt einen deutschen Ehrengast. Wer kommt da zu uns? Das steht ja mittlerweile fest. Genau, also wenig überraschend, es kommt der Bundeskanzler Olaf Scholz. Der ist ganz froh, dass er mal wieder einen Abend in Hamburg verbringen darf. In wichtiger, symbolischen Bedeutung, wichtiger ist, dass die Premierministerin von Estland eingeladen worden, Kaja Kallas, die ja eine sehr russenkritische Position einnimmt. Steht seit kurzem auch aus der Fernungsliste der Russen, weil sie wie Estland einige sowjetische Baudenkmäler hat abtragen lassen. Also man kann das Ganze auch so als ein Zeichen nach Russland begleiten. Es gibt da dazu auch eine ganz schöne Geschichte, dass ich schon mal ein lettischer Regierungspräsident da war und sich sehr kritisch über russische Expansionspläne geäußert hatte, woraufhin ein Gast notentbrannt aufgestanden ist und rausgerannt ist. Das war damals Wladimir Putin als damals noch Vizebürgermeister von Leningrad. Also eine ganz schöne Geschichte darum und mal gucken, wie politisch das morgen wird. Aber ich denke schon, dass das ein sehr deutliches Zeichen eben auch in Richtung Russland ist. Ja, ein wichtiges Zeichen, finde ich auch. Matthias, noch ein Blick auf das St. Pauli-Spiel jetzt am kommenden Freitag. Beim Tabellenzweiten treten die Kiezkicker an bei Holstein Kiel. Wie ist da deine Einschätzung? Also das Spiel jetzt am Wochenende lief ja gut für St. Pauli. Ja, also ich bin da wirklich sehr gespannt. Das ist ein Spitzenspiel, erster gegen zweiter. St. Pauli hat, wie du gesagt hast, ja gestern das Spiel gegen Braunschweig gewonnen. Das war kein Selbstgänger. Mit Braunschweig haben sich die Kiezkicker relativ schwer getan in den letzten 2 Jahren. Das war ein richtiger Arbeitssieg, haben sich da durchgesetzt. Das ist, glaube ich, ein Zeichen für die Psyche. Und jetzt muss man mal gucken, was am Freitag passiert. Wenn St. Pauli nicht hoch verliert, bleiben sie sogar auch Tabellenführer bei einer Niederlage. Das wird also ganz, ganz, ganz spannend zu beobachten sein, wie es da weitergeht. Also insofern auch sportlich bleibt es ein interessantes Wochenende, dass es dazu kommt. Sehr schön. Matthias, dann danke ich dir erstmal für deine Einschätzung der Themen in dieser Woche, der Hamburg-Themen, die in dieser Woche auch auf uns zukommen.
und wünsche dir noch eine tolle Woche und wir hören uns dann am Montag wieder. Gerne, das wünsche ich dir auch. Tschüss, Clemens. Tschüss, Matthias. Ich bin Imme Kasten. Moin. Steffen Baumgart wird offenbar neuer Trainer beim HSV. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird der 52-jährige Nachfolger von Tim Walter bei dem Zweitligisten. Er erhält demnach einen Vertrag bis Sommer kommenden Jahres. Und am Sonntag soll Baumgart bereits, dem Bericht zufolge, bei der Heimpartie gegen Elversberg auf der Bank sitzen. Der HSV hatte Tim Walter in der vergangenen Woche rausgeschmissen. Unter Protest sind heute in Altona die Abrissarbeiten an der Sternbrücke gestartet. Etwa 200 bis 300 Menschen haben sich laut Veranstalterinitiative Sternbrücke an der maroden Brücke versammelt. Die Initiative fordert einen 4-wöchigen Baustopp, um mögliche rechtliche Schritte gegen den für sie überdimensionierten Neubau zu prüfen. Die Bahn hatte letzten Freitag überraschend den Planfeststellungsbeschluss veröffentlicht und erste Abrissarbeiten für heute angekündigt. Passagiere der Lufthansa müssen sich ab morgen früh auch in Hamburg wieder auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Bodenbeschäftigten der Airline erneut zum Warnstreik aufgerufen. Jana Klonikowski. Betroffen sind neben Hamburg auch die Flughäfen Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart. Passagiere müssen sich wohl wie bei dem Warnstreik vor knapp 2 Wochen darauf einstellen, dass die Lufthansa-Flüge zwischen Hamburg und München bzw. Hamburg und Frankfurt größtenteils ausfallen. Andere Ziele fliegt die Lufthansa von Hamburg aus nicht an. Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für das Lufthansa-Bodenpersonal. Hamburg kann sich auf einen echten Superstar freuen. Bryan Adams geht im Oktober wieder auf Tour. Christiane Habe, ab wann kann man denn Karten bekommen? Der Vorverkauf geht kommenden Freitag los und da werden die Tickets sicher ruckzuck weg sein. Bryan Adams bringt alle seine Hits aus den 80ern und 90ern mit. Everything I Do, der Ohrwurm aus dem Robin Hood-Film oder auch Summer of 69. In den letzten Jahren hat sich der Kanadier ja vor allem als Fotograf weltweit einen Namen gemacht. Jetzt greift er aber wieder zur Gitarre und ist am 6. Oktober mit seiner So Happy It Hurts Tour live zu erleben in der Barclays Arena. Präsentiert von Hamburg 2. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um 9:30 in Hamburg aktuell. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast. Den gibt's montags bis freitags immer um 17 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt. Unternehmen Menschlichkeit, das ist das Hamburger Leuchtfeuer. Eine aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenkende und, wie ich finde, sehr wichtige Institution, die Themen bewegt, die auch zur Hamburger Stadtgesellschaft gehören und die aber oft tabuisiert werden. Zum Beispiel Krankheit, Sterben und Tod. Schön, dass ich darüber morgen ganz entspannt und ganz offen mit dem Geschäftsführer von Hamburg Leuchtfeuer sprechen kann, mit Michael Thomsen. Morgen um 17 Uhr in der nächsten Folge von Hamburg aktuell. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Behnke. Bis dann. Tschüss. Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.